ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Heißt Kuchira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Das ist eine fette Machtdemonstration. Wie wohl Militech darauf reagiert? Ach, die Myers fliegt bestimmt mit einer Schrottreifen B-17 über Arasakas Hauptquartier. Oh, Mann, das tut mir echt leid. Das war taktlos. Entschuldigung, wo sind nur meine Manieren hin? Präsidentin Myers meinte ich natürlich. Ich meine, man muss das Amt doch respektieren. Zuckerschnute. Wie wär's mit deinem heißen BD? Was habt ihr so? Was haben wir nicht? Traumfrauen und Männer. Synaptische A-Klasse. Hier gibt's keine ausgeleierten Virtu-Porno-Boy-Toys oder Gummipuppen. Unser Zeug ist Kunst. Das packt dein Herz und bläst dir die Sinne aus den Poren. Die reinste virtuelle Ekstase. Deshalb kommen die Leute her. Klingt ziemlich überzeugend. Das ist kein Werbespruch, sondern eine Warnung. Unsere Sachen sind maßgeschneidert. Nicht für Otto-Normalsynapsen. Denkst du, das verkraftest du? Maßgeschneidert? Verdammt, das klingt gut. Ich bin dabei. Mhm. Ein paar Sachen noch vorab. Unerlaubtes Aufnehmen ist streng verboten. Keine Drogen, kein Grapschen. Gefällt dir jemand, fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Viel Spaß, Input. Willkommen im Lizzies. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Hey! Willst du was trinken? Was habt ihr auf der Karte? Ich suche Evelyn Parker. Ist sie gerade da? Wer fragt? Jemand mit Geld, das für die richtigen Antworten locker sitzt. Danke fürs Angebot. Wirklich. Aber ich werde dir nicht fürs Reden bezahlt. Eher im Gegenteil. Ist schon gut, Matteo. Ich hab ihn erwartet. Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du es bist.
Nichts geht über Sanson. Aber woher weißt du das? Ich kenne gern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Warum treffen wir uns hier? Gibt's da einen speziellen Grund? Das scheint mir irgendwie nicht deine Art von Laden zu sein. Das nehme ich mal als Kompliment. Komm mit. Ich weiß, wo wir reden können und uns keiner belauscht. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Alles ist in Ordnung. Ein Stück wie ich für einen Schach. Wir doch einfach Wahrheit. Habe ich gerade. Hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv und vertrauenswürdig. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Ich mache meine Sache gut, hab eine verlässliche Crew und noch nie einen Job vergeigt. Dir ist klar, dass ich von dir mehr erwarte, als Datenterminals an der nächsten Straßenecke auszukratzen, oder? Viel, viel mehr. Ich bin der Beste und weiß, was ich tue. Dex hat sich klar ausgedrückt. Der Job ist riskant. Habt ihr eigentlich lange zusammengearbeitet, du und Dex? Schreibst du Dex Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. Scheiße. Ruf Dex halt an, wenn du kalte Füße kriegst. Ich warte. Er würde mir nicht sagen, dass ich nicht schon weiß. Oder dass ich überhaupt hören will. In dieser Hinsicht ist nur eines schlimmer als Fixer. Gebrauchtwagenverkäufer. Ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es. Relic. Ein Sichere-Deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tech. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Schicke Konzernhotels? Nein, nicht meine Preisklasse. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Bekomm jetzt nicht gleich einen Ständer, mein Lieber. Aber Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Gut, also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen.
Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Okay, und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du wirklich, BDs sind nur dafür gut, sich auf virtuelle Titten einen runterzuholen? Warten Sie noch einen Wunsch? Nein. Was? Sie können wirklich sehr nützlich sein. Bestimmt diese Woche. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Was ist auf dem Band? Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment, hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rec-Implantat. Was dagegen? Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn, ehrlich gesagt, sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Dann zeig mal diesen Braindance. Judy wird uns helfen. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Wie? Das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist ne Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Ja, also, sei ein braver Junge. Benimm dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Okay, Mom. Entspann dich. Glaubst du oder nicht? Ich kann durchaus taktvoll sein. Hey, da bist du ja. Das ist V. Er ist für den BD hier. V, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Beeindruckend, das Zeug. Und all das nur für einen Braindance? Mhm. Analysatoren, Wahrnehmungssignaturverstärker, akustische und emotionale Wellenmonitore, Mimikübersetzer. Judy. Schon gut, schon gut. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Wie muss tief rein? Das ist die Hauptsache. Na dann, passen wir ihn auf ihn an. Hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Wir lassen wir also rein, damit er sich dort gründlich umsehen kann. Richtig? Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Was meinst du mit ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen? Fabrikfertige BDs. Vorausgesetzt, sie sind von guter Qualität, speisen dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse. Hardcodiert, mit Beschränkungen und leichtem Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Editoren suchen dort nach geileren Emotionen und Impulsen, die sie trimmen und zum Auspolstern nutzen. Gut. Setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Was für ein Profil, bitte? Ein Modell deiner emotionalen Reaktionen und Wahrnehmungen. Muss ich anpassen, damit dich der BD nicht überwältigt. Sonst wird dir im besten Fall schlecht, sobald du online bist. Würdest dir vermutlich die Eingeweide auskotzen. Und im schlimmsten Fall? Brutzeln deine Synapsen ab wie eine Kakerlake in der Fritteuse. Aber keine Sorge, dazu lassen wir es nicht kommen. Okay, leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay.
sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir... Kann er nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Was hast du ausgesucht? Raubüberfall auf einen Laden in Haywood. Echte Amateure. Scheiße, weiß nicht mal, wo ich das her habe. Aber ist perfekt für uns. Wollen wir? Los geht's. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit du dich orientieren kannst. Dann geht's in den Editiermodus. Absprung. 3, 2, 1. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Los, runter! Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine scheiß Birne wegpuste! Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Das war zu viel. Hab alles gespürt. Seine Schmerzen, den Stress, seine Hoffnung. Hoffnung mit irgendwas anderem. Mhm. Wahrscheinlich hat er direkt davor einen Booster genommen. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor.
Der Plan ist simpel. Keines, das nicht kreativ. Du bist rein aus die Kohle, okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar. Ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Eine Schachtel Kippen, ein Träger Broseph und zwei Zephyr. Ja doch, hab zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und... Alle runter! Los, runter! Ha! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft? Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Manchmal kannst du Extra-Ebenen im Rohmaterial analysieren, aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Warten wir, bis der Typ den Schwachkopf am Tresen umpustet. Den Boden! Hüpf den Boden für mich, Küssen! Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. Versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Los, sonst mache ich dich fertig. Ich weiß, wow, jetzt geh wieder schaffen. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding über dem Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit.
Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Judy, bitte. Ich würde dich nie in Gefahr bringen. Das weißt du. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, V, was geht's? Bug, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Konpeki Plaza. Einen Braindance. Konpeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drinnen achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Der ist sicher. Gut, ich gehe rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Jody. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Ich kann man bestimmt gut finden, oder? Evelyn, ich habe ihre Angst gespürt. Sie hat sich aber schnell zusammengerissen. Ich sagte, nein, dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Wenn er euch ist, für einen guten Zweck. Jan! Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner rieseln würden. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich... Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielereien hier drin. Ist ja bequem. Ich brauche nur noch einen... Hör bei dem Gespräch zu, V. Das könnte wichtig sein. Minute. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sablon.
ist ein verwirrter Despot, der ihren Sinn für Realität verloren hat. Gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Nicht. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Es war ja nicht lang. Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Keine Sorge, das wird sich gleich legen. Dafür bin ich ja hier. Unter einer Bedingung. Du, willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Du schlafst in meinem Nachttisch. Dran, der Mist falsch. Automatische Geschütze. Neuestes Scanner-Modell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du sie abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten Ambiente. Oh, das wird dir gefallen. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Er ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Frost da bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant.
Donaghy. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Für einen guten Zweck. Aber ich war nur noch ein Programm. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Hast du alles? Hab genug, ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Wie? Eine Sekunde. Wir müssen los. Und? Was denkst du? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Scheiße, nie im Leben. Dex ist mit mir ein Risiko eingegangen. Er vertraut mir. Und jetzt mache ich dasselbe. 50%. Mit so viel Geld auf dem Konto brauchst du Dex für nichts mehr. Ich denk drüber nach. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Zeit ist Geld, Wie. Wie sieht's aus, Mr. V? Ich will's nicht hören. Evelyns Aufnahme aus dem Compaggy war die Mühe wert.
Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Gibt's ein Problem? Planes para esta noche. Virgen Santísima, mamá. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, mamá. No, endlich, hermano. Was gibt's Neues bei Señora Welz? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Wir haben's geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Jumba. Und weißt du was, wie? Wir haben's uns verdient, Mano. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ewig hier sein. Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter DeShawn. Er erwartet uns. Yo, Dex. Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei. Das ist es. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du es schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Blackhead. Haben. Endlich sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool-Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chilischote. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen.
hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Auf die Söldner Oberliga. Haha, darauf trinke ich gern. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Ne? Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Hals- und Beinbruch. Danke. Hier lang. Mann, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Yeah. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Ja. Yeah. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Hätte nicht besser laufen können. Sie mochte mich so sehr, dass sie mir ein Angebot gemacht hat. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die erste und wird nicht die letzte sein. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen.
Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen. Haji Metaki. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit, V. Klingt schon besser, Dex. Gatsching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr 2 eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße. Darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit eine ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Dex knausert nicht, hm?
Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären, Mie. Ich hab mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich hab nicht vor, dahin zurückzugehen. Wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Wie, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich, alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Harry. Gehen wir. Warte. Ich hol den Flathead.